Hello Party People und willkommen zu einem neuen Gear Review. Heute geht's um den Red 7 The Alchemy oder The Alchemy. Ihr wundert euch mit Sicherheit komplett, warum ich dieses lächerliche Hemd anhabe. Es ist der letzte Tag vor meinem Urlaub und ich möchte das gebührend gefeiert wissen. Jetzt kommt das Intro, dann ein kleiner Song mit dem Alchemy und dann geht das Review los. DM-Schmiede aus Italien macht auch Pedals, zum Beispiel den Alchemy, aber auch ein kleines Chorus-Pedal, welches ihr auch auf meinem Kanal als Review findet. Kleiner Link hier oben. Worum handelt es sich beim Alchemy? Es ist ein Distortion-Pedal Overdrive, den ich vor meinen Amp gemacht habe. Ich habe es also nicht als Vorstufe verwendet, sondern als ganz normales Vorschaltpedal. Woran mache ich das immer so ein bisschen fest, was ich wohin schalte? Ist ganz blöd. Wenn das Ding mehr als eine einfache Klangregelung hat, also Bässe und Mitten oder Höhen und Bässen, dann sage ich, okay, du bist ein Preamp, du kommst in den praktisch Return von meinem Amp. Und wenn es wie in dem Fall hier nur einen Tonregler hat, wir werden gleich sehen, was der alles anstellen kann, dann ist es halt für mich ein Vorschaltgerät. Also relativ easy. Gut, hören wir uns mal an, wie mein Amp clean klingt. That's it. Mehr kommt nicht raus im Moment. Völlig clean. Und ich bin auf dem Humbucker hinten, vorne auf dem Single Coil. Beziehungsweise P90. So, dann schauen wir mal. Alchemy. Zwei Gain-Stufen. Moment, nee, das ist nicht ganz richtig. Eine Gain-Stufe, die kann ich hier aktivieren. Zacka. Dann machen wir mal so eine typische Y-Einstellung. Und sehen auf dem Humbucker. Da geht's schon mächtig zur Sache. Also wir haben es nicht mit dem klassischen Tube Screamer zu tun, sondern der greift schon gut ein. Wir sind jetzt auch schon so auf, naja, nicht ganz drei Viertel, aber auf dem Weg dorthin. Der kann auch schön angecrunched. Mehr aufgedreht, hat er richtig schön Saft. So, passen wir auf. Brauchen wir gar nicht so viel Saft, weil kommt gleich noch was dazu. Stay tuned. Tonregler. Habe ich euch zu viel versprochen? Für was brauche ich drei Regler? Also
Also damit kann man wirklich an jeden Amp sich anpassen. Ich lasse ihn jetzt mal so stehen. Wir haben noch eine weitere Möglichkeit einzugreifen auf den Sound, nämlich über Normal und Fat. Ich gehe mal auf Normal. Ihr versteht, warum ich es lieber auf Fat lasse. Es ist einfach dieses schöne, warme untenrum. Das mag ich. Okay. Weitere Möglichkeit, auf die Gain-Stufe zuzugreifen, ist der Clipschalter. Der steht jetzt hier auf Soft. Wenn ich den auf Hard mache, passt mal auf. Ich habe das Gefühl, er zieht mir ein bisschen Gain weg. Er zieht mir vor allen Dingen Level weg und er wird ein bisschen, naja, kantiger. Mit mehr Gain. Wird es halt metaliger insgesamt. Mag ich nicht. Also ich mag Metal, aber jetzt so hier in der Stufe nicht. Wir lassen ihn mal so stehen. Also das ist amtlich. Ein schöner, dichter, mittiger Overdrive-Sound. Dynamik ist ja immer so mein Thema. Und wie ihr im Intro-Song gemerkt habt, habe ich das ja mal ein bisschen ausgereizt. Von leicht aufgedreht. Das Ding ist an, ne? Aufdrehen. Moment, immer noch kein Gain? Doch. Also der komprimiert, sag ich mal, nahezu null, aber trägt trotzdem gut. So, was haben wir mit dem Boost hier zu tun? Boost kann ich regeln über den Regler hier drüben. Den kann ich regeln über den Regler. Also hier oben ist ein Regler, der heißt Boost und mit dem kann ich mir regeln, wie viel ich Boost ich haben will. Ich komme aus der Kiste nicht mehr raus. Der Witz ist, ich kann den einschalten nach Pre oder Post. Was heißt Pre oder Post? Pre heißt, der Boost ist vor dem Overdrive oder danach. Warum? Wieso? Weshalb? Passt mal auf, wenn ich den Post schalte, passiert Folgendes. Moment, erstmal normal. Post heißt, nach dem Verzerrer kommt ein Booster, der hebt durch den Level ab. Ab, an. So, das ist wahrscheinlich bei mir schon fast übersteuert hier. Ja, ein bisschen runter. Level Booster, Treble Booster hebt also gleichzeitig auch noch ein bisschen die Höhen an. Warum brauche ich das? Für was brauche ich das? Naja, für alle die vielleicht im Solo ein bisschen rausstechen wollen. Ne? Du hast normalerweise den. Geile Sache, zwei Gitarristenband, das Ding rein, du hebst dich einfach drüber ab. Zweite Möglichkeit ist über Pre, dann schalte ich den Booster vor den Overdrive. Jetzt passt mal auf. Habt ihr was gehört? Nee, weil das könnt ihr nur fühlen. Der hat jetzt einfach voll mehr Gain und trägt viel mehr. Und bleibt aber immer noch geil dynamisch. Jetzt hört es mal, weil jetzt kommt auf einmal. Kommt
zum Tragen, dass ich mal wieder üben müsste. Also, für schlechte Tage einfach den Boost vor die Gain-Stufe und dann... Was ein Spaß. Ich mag den Ton, ich mag die Dynamik, ich mag die Art und Weise, wie das Ding verschaltet ist. Ich mag, dass es praktisch gebaut ist wie ein Panzer und lege es euch ans Herz. Ich bin kein großer Overdrive-Freund, aber da ist echt eine Kiste, wo ich mir denke, allein von dem Tonregler, wenn es mal den Moment gibt, dass ich keinen Amp dabei habe und brauche aber genug Gain und eine Möglichkeit, mich klanglich anzupassen, finde ich das schon richtig, richtig geil. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Made in Italy hatte ich schon gesagt, im Vertrieb bei meinem Kumpel Florian Jenisch, der mir den auch zur Verfügung gestellt hat. Ich werde dafür nicht bezahlt, ist ein reiner Freundschaftsdienst. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, einfach unten in die Kommentare und ich antworte dann schnellstmöglich. Ich mache mich jetzt ab in den Urlaub und hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Zuhausebleiben. Nein, Quatsch, das war böse. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und noch einen schönen goldenen November. Also haut rein, bis dann. Ciao, ciao.